Steve, ja, ich weiß, dass wir uns heute bei dir verabreden wollten, aber soll ich wirklich meine Pyjamas mitbringen? Aber ich habe Mama noch nicht gefragt. Warte, ich mach das, ob ich übernachten darf bei dir. Oh ja, mach dir keine Sorgen, ich werde diesmal fragen. Du musst nichts fragen, du bist ja am Telefon. Ich mach das schon, warte. Mama, Mama, wo bist du? Hey, Papa, hast du Mama gesehen? Ich wollte fragen, ob ich heute bei Steve bleiben kann, oder kannst du mir das nicht erlauben? Oh nein, das kommt nicht in Frage. Dann habe ich gleich wieder Diskussionen mit deiner Mutter. Deine Mutter sagt, ob du da schlafen kannst oder nicht. Aber ich muss ehrlich gestehen, ich habe deine Mutter seit einigen Stunden schon nicht gesehen. Steve, bleib dran. Nein, sie hat noch nichts gesagt. Oh, bleib einfach dran. Ich muss sie noch weitersuchen. Hey, Mama, bist du am Schlafen? Mama. Oh, wo ist sie denn? Also, rausgegangen ist sie auch nicht. Sonst hätte sie uns Bescheid gegeben. Oh, Mama. Vielleicht bei Hannah im Zimmer. Vielleicht ruht sie sich ja hier aus, bei Pia. Und Hannah, Mama. Ach ja, Hannah ist nicht da. Mama. Steve, es sieht nicht gut aus. Nein, also, ich habe sie noch nicht gefragt. Oh, bleib einfach noch mal dran. Warte, ich guck noch mal in meinem Zimmer. Hey, Emma. Was machst du auf meinem Zimmer und auf meinem Skateboard? Egal, hast du Mama gesehen? Hey, Julian, ich sitze hier schon seit einigen Stunden. Ich warte auf Mama. Wir sind eigentlich verabredet, aber die kommt irgendwie nicht. Okay, dann suche ich mal weiter. Und du kannst runter von meinem Skateboard, aber ganz schnell. Steve, ich melde mich später nochmal. Also, ich weiß es noch nicht. Ich habe Mama noch nicht gefunden. Oh, jetzt fang nicht an zu heulen. Oh, jetzt fängt er schon wieder an zu heulen. Bis später. Also, ich frage mich wirklich, wo Mama ist und was sie eigentlich macht. Hallo, ich bin Mama Vogel, also Claudia Vogel. Und ich spiele heute Fortnite. Ich habe die letzten Tage das wirklich, wie sagt man, durchgezockt. Wie dem auch sei. Heute entkomme ich aus dem iPhone. Klingt komisch, ist aber so. So, ich bin mal gespannt, was mich hier so erwartet. Aber einige Sachen kenne ich ja schon von Fortnite. Vielleicht sind hier ja ein paar Fallen oder so. Die haben ja echt einige Leben gekostet in den anderen Leveln, die ich gespielt habe. Wow, jetzt habe ich so Eisklötze an den Beinen. Och nee. Naja, manchmal habe ich nicht so viel Glück da drin, aber wie gesagt, ich habe schon ein bisschen geübt, aber ein Profi bin ich noch nicht. Dafür muss ich noch ein bisschen weiter üben. Och, schon wieder dieselbe Stelle. Und alle guten Dinge sind drei. Schaffe ich es jetzt? Yes! Hey, das läuft ja hier wie am Schnürchen, wollte ich gerade sagen. Tut mir leid, Leute. Man sollte sich wirklich nicht entmutigen lassen, aber so ein Spiel, das kostet einen echt den letzten Nerv. Wie meine Kinder, die kosten mich manchmal auch den letzten Nerv. So, ich habe es geschafft. Checkpoint erreicht. Und ich versuche hier erstmal ein bisschen was zu zerstören. Nein, das funktioniert nicht. Ah, ich habe die Eisblöcke an meinen Füßen verloren. Sehr gut. Und yes. Na gut. Und weiter geht's. Hep. Hey, das klappt ja ganz gut. Und nicht wieder von diesen Blöcken runterrutschen oder zu kurz springen. Jetzt kommt noch ein Weitersprung. Und yes. Ab zum nächsten Checkpoint. Und weiter geht's. Mann, oh Mann, ich bin jetzt schon schweißgebadet. Das sind diese Fallen, von denen ich gesprochen habe. Oh, die haben mich echt schon ganz schön viele Leben und Nerven gekostet. Ständig wurde ich da in diese Stacheln da reingedrückt. Man muss die auslösen, dann einen Schritt zurück und dann weiter. Und dann ist es quasi wirklich wie mit einer Zeitschaltuhr. Wenn es nach mir gehen würde, könnte ich die Teile einfach mit meiner Axt hier kaputt schlagen. Aber nein, das ist nicht vorgesehen vom Spiel. Stattdessen muss ich hier so ein bisschen rumtänzeln. Das sieht echt witzig aus. Oh, es läuft ganz gut, Claudia. Nimm dich in Acht vor den Stacheln. Letzte. Und dann habe ich es geschafft, glaube ich. Nächster Checkpoint. Oh, Claudia, Schatz, da bist du ja endlich. Wo warst du denn die ganze Zeit? Ich habe dich schon seit einigen Stunden nicht gesehen. Warst du unterwegs? Nein, ich war nicht unterwegs. Ich war nur in der Garage. Mann, da sah es echt chaotisch aus. Da musste dringend mal aufgeräumt werden. Oh, okay. Eigentlich hatte ich doch schon vor 2, 3 Tagen da aufgeräumt. Oh, habe ich da schon irgendwas? Habe ich da schon wieder irgendwas gemacht? Oh, jetzt kurz eine Trinkpause und dann geht's weiter mit dem iPhone entkommen. Ich muss da unbedingt weiterkommen. Oh, dieses Spiel. Ich bin einfach süchtig danach. Seit zwei, drei Tagen geht das schon so und ich komme einfach nicht davon weg. Mama, da bist du ja endlich. Ich habe schon die ganze Zeit auf dich gewartet. Können wir jetzt endlich mit der Spielstunde beginnen? Emma, das ist heute? Mann, das passt mir jetzt gar nicht. Oh ja, natürlich ist es heute. Und heute ist der Mittagsschlaf dran. Ich bin die Erzieherin und du bist das Kita-Kind, ja? Oh, Emma, muss das denn sein? Jetzt verliere ich Zeit. Also gut, bevor du dich jetzt schlafen legst, wird erstmal ordentlich gespielt, weil das machen Kita-Kinder auch so. Oh, Emma, kann ich mich nicht direkt hinlegen? Ich meine, dann haben wir es schnell hinter uns gebracht. Nein, Mama, du musst doch erst müde werden. Also erstmal viel spielen und dann wirst du schon von alleine müde. Oh, Emma, es tut mir leid, aber können wir diese Spielstunde nicht auf morgen verschieben? Ich meine, ich habe was Wichtiges zu tun. Wichtige Mama-Aufgaben. Was soll denn bitte so wichtig sein wie der Mittagsschlaf? Das ist das Wichtigste überhaupt. Im Schlaf, da wächst man. Oh, ist ja gut, ist ja gut. Die wird mich sonst nicht in Ruhe lassen. Also, Emma, ich habe gespielt. Mann, bin ich müde. So, und jetzt habe ich mich hingelegt. War's das jetzt, Emma? Nein, war's auf gar keinen Fall. Also ich habe jetzt erstmal eine halbe Stunde Pause, da gehe ich einen Kaffee trinken und du musst jetzt so lange erstmal schlafen. Oh, hey Mama, da bist du ja endlich. Also ich wollte fragen, ob ich heute bei Steve bleiben kann. Ah, das geht nicht. Das Kita-Kind schläft. Ruhe. Psst. Och nö, ist jetzt Spielstunde oder was? Wie lange dauert das denn noch? Noch eine halbe Stunde, dann kann das Kita-Kind von ihren Eltern abgeholt werden und du kannst sie dann fragen. Naja gut, also Regeln sind Regeln und die müssen eingehalten werden. Dann spielt ihr erstmal, dann komme ich in einer halben Stunde nochmal wieder. Oh,
sonst unterbricht Julian jedes Spiel von Emma, aber jetzt nicht. Er wäre meine Rettung gewesen. Ich sitze hier fest. Oh, Julian, du hast das Kinderkind geweckt. Jetzt hast du die Augen aufgemacht. Naja, dann wird doch eine Runde gespielt. Emma, ich glaube, es reicht jetzt mit der Spielstunde. Ich muss Erwachsenen-Dinge tun. Aber Mama, das ist doch eine Spielstunde und das ist noch lange nicht vorbei. Ich habe das Gefühl, du willst überhaupt nicht mit mir spielen. Nein, Emma, jetzt möchte ich nicht mit dir spielen. Ich bin eine erwachsene Person und ich kann nicht immer mit dir spielen. Ich habe andere Sachen zu erledigen. Oh Mann, du bist ganz schön fies, Mama. Weißt du das? Ich wollte nur mit dir spielen, weil du meine Mama bist, aber nicht halt zu Papa. Emma, so meinte ich das doch gar nicht. Egal, Hauptsache ich kann jetzt Fortnite spielen. Oh, Mama, ist der Mittagsschlaf schon wieder vorbei? Das war ja schnell. Naja, also ich wollte dich fragen, ob ich bei Steve bleiben kann. Ach, Julian, mach, was du willst. Hauptsache, du lässt mich jetzt in Ruhe. Oh, klasse, super. Dann muss ich nur noch mein Tablet finden und dann gehe ich zu Steve. Dankeschön, Mama, bist die Beste. Was, das Tablet? Nein, das Tablet ja, natürlich. Bleibt zu Hause. Das ist ganz wichtig. Das aber wir wollen doch spielen, Roblox und so. Ah, geht nicht. Ha, Mama, was? Du kannst doch mit dem Laptop Videos gucken und so. Ich verstehe das nicht. Das Tablet gehört doch mir. Julian, das Tablet, das muss hier bleiben. Ich habe was Wichtiges zu tun. Meine Steuererklärung. Ja, da gibt's so eine App, das muss ich machen. Was wollte ich jetzt nochmal hier? Ach ja, ich hol mir noch mein Wasser und dann geht's zurück in die Garage. Claudia, Schatz, was ist denn mit der Emma los? Die ist irgendwie ganz traurig. Könnte die Mama nicht nochmal mit ihrer Tochter reden? Nein, ich möchte nicht, Papa. Lass sie ruhig. Ich meine, sie will einfach nicht. Ich bin ihr nicht wichtig genug. Ach, Emmalein, ich meine, so war das nicht gemeint. Es tut mir wirklich leid. Kannst du mir nicht nochmal verzeihen? Ja, ich kann dir verzeihen. Ich meine, aber dafür müsstest du nur mit mir zum Spielplatz gehen. Ohne Julian, okay? Das ist doch eine tolle Idee. Julian kann zum Steve und wir gehen zu dritt zum Spielplatz. Und danach gehen wir vielleicht noch ein Eis essen oder ins Einkaufszentrum. Hör, wir machen heute einen richtigen Familienausflug. Hauptsache, wir bleiben nicht zu Hause. Nee, danke, ohne mich. Ich bleibe zu Hause. Dann habe ich die ganze Bude für mich alleine. Siehst du, Papa, das meine ich. Sie will überhaupt nicht mit uns spielen oder irgendwas machen. Ach, Schatzi, weißt du was? Vielleicht warten wir. Vielleicht geht es der Mama gerade nicht so gut. Aber irgendwie komisch ist das schon. Was ist denn mit Claudia heute los? Ich kann jetzt nicht zurück in die Garage. Da werden die mich bestimmt suchen. Ich bleib jetzt einfach hier und zocke Fortnite ganz unauffällig. Julian, hast du deiner Mutter irgendwas gesagt oder was machst du jetzt hier? Nein, ich bin auf der Suche nach dem Tablet. Ich wollte das jetzt wirklich mitnehmen. Wozu braucht das denn Mama? Wollte Mama eine Steuererklärung heute machen? Mama will heute mit uns gar nichts zu tun haben. Den ganzen Tag schon nicht, ja. Hey Mama, also können wir nicht nochmal darüber reden? Kann ich nicht vielleicht das Tablet mitnehmen? Julian, was machst du denn hier? Wie geht das jetzt hier bloß aus? Mama, was machst du? Also nach einer Steuererklärungs-App sieht das nicht aus. Mama! Du spielst Fortnite? Das wusste ich ja gar nicht. Was ist das? Oh, das ist dieser iPhone. Aus diesem iPhone entkommen. Das ist ja klasse. Hast du das schon geschafft? Nein, das ist kein Fortnite. Ich meine, Fortnite, das würde ich niemals spielen. Ich bin deine Mutter. Was höre ich da? Claudia, ich meine, du bist alt genug. Du bist ja, du kannst spielen, was du willst, aber Fortnite? Was? Mama hat mich wegen Fortnite versetzt. Das ist ja einfach nur furchtbar. Ja, ich spiele Fortnite. Ich schon seit 2-3 Tagen. Ich meine, ich komme nicht los davon. Was ist nur los mit mir? Ich kann es einfach nicht lassen. Claudia, Schatz, diese Phasen haben wir alle schon mal durchlebt. Ich meine, das war bei mir Minecraft genauso. Mama, vertrau mir. Also wenn es um so Spiele geht, dann kenne ich mich aus. Und wenn man süchtig danach ist, ich habe das schon bei Roblox gehabt, bei Minecraft und auch zwischendurch bei Fortnite. Ich kenne das. Ich bin jetzt mal der Papa. Das kann doch nun wirklich nicht wahr sein. Ich meine, ich will dieses Spiel nicht spielen, aber ich muss es spielen. Und eigentlich habe ich das auch Julian verboten. Und jetzt spiele ich selber. Oh Mann, hätte ich das gedacht, dass meine Mama süchtig nach Fortnite ist. Aber du spielst ja nur den Kreativmodus. Ich auch. Ziemlich cool. Wir können ja mal gemeinsam spielen. Ach Julian, so ist es schon. Also früher hast du Minecraft mit mir gespielt und jetzt willst du mit Mama Fortnite spielen? Also danke. Nein, muss ich nicht. Ich meine, ich will das auch nicht mehr spielen. Julian, nimm jetzt einfach das Tablet weg. Das ist besser. Na, das ist der erste kluge Satz, den ich von Mama jemals gehört habe. Julian, nimm das Tablet weg. So, und das habe ich jetzt gemacht. Ich meine, ich verstehe das nicht, wie das passieren konnte. Ich habe ein Video dazu gesehen und dann wollte ich es nur noch spielen. Ohne Pause. Claudia, Schatz, ich verstehe das doch. Ich sag doch, bei mir und Minecraft war es genauso. Ich habe da ein Let's Play gesehen, dann das zweite und dann hatten wir es bei uns zu Hause und ich konnte die ganze Nacht an nichts anderes denken. Oh Mann, Mama und Papa, ihr seid ja richtige Amateure. Ich meine, wenn es um sowas geht, solltet ihr Julian fragen. Julian, vielleicht tust du mir am besten den Gefallen und löscht Fortnite sofort, also komplett. Mama, wir können es auch einfacher machen. Ich verstecke es einfach in einem Ordner, den du nicht findest. Warum soll ich das denn löschen? Ich meine, ich kann das doch noch selber spielen. Nur weil du das nicht spielen möchtest? Amateure. Ach, Martin, es tut mir leid. Ich meine, die letzten 2-3 Tage war ich gar nicht richtig da. Das liegt nur an diesem Fortnite. Ach, Claudia, mein Schatz, mach dir doch keine Sorgen. Aber ich glaube, du solltest dich eher bei Emma entschuldigen.